Ban Ki-moon ist schon zum dritten Mal in Russland. Doch dieser Besuch bei Wladimir Putin ist wohl seine schwerste Mission. Moskau soll in Sachen Syrien endlich seinen Blockadekurs aufgeben. Die UN arbeiten daran, die Gewalt zu beenden und eine Zukunft herbeizuführen, in der die Syrer Frieden, Freiheit, Würde und Gerechtigkeit haben. Wir sind übereingekommen, dass nur eine politische Verhandlungslösung diese Krise beenden kann. Moskau zeigt Stärke. Seit Monaten verhindert es Sanktionen der Weltgemeinschaft gegen das Assad-Regime. Russland soll sogar hochmoderne Raketensysteme geliefert haben. Und offenbar sind weitere Lieferungen geplant, aller Kritik aus dem Westen zum Trotz. Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Syrien Waffen liefern. Das sind vor langem abgeschlossene Verträge. Das steht nicht im Widerspruch zu internationalem Recht. Und das sind außerdem keine Angriffswaffen. Russland hält nach wie vor zu Assad, so scheint es. Das Kräftemessen mit dem Westen ist Moskau offenbar wichtiger als ein baldiges Ende der Gewalt in Syrien.